Willkommen zurück. Wir sind im Fach Allgemeine Volks- und Betriebswirtschaftslehre im Unterpunkt Geld und Währung. Und da haben wir uns bereits unterhalten über die Naturaltauschwirtschaft. Wir haben uns die Geldfunktionen angeschaut. Wir haben die Eigenschaften uns angeschaut, die Geld haben muss, damit irgendwas als Geld funktionieren kann. Und hier haben wir die Formen des Geldes. Ich könnte hier jetzt noch Muscheln vielleicht und Perlen dazu schreiben. Und wir haben die Geldmengen. Was wir noch nicht beleuchtet haben, ist die Geldschöpfung und der Wert des Geldes. Einmal in der eigenen Währung. Was sind eigentlich 100x, 100 Dollar, 100 Euro, 100 Yen? Was ist das eigentlich wert? Und dann auch im Vergleich zu einer anderen Währung. Und die Geldschöpfung, die müssen wir uns auch noch anschauen. Und das machen wir jetzt. Geldschöpfung. Wir unterscheiden die primäre. Die primäre ist die ursprüngliche. Ne? Ursprüngliche kann man sagen. Primus steckt da drin. Der erste. Ne? Und das bezieht sich in Deutschland auf die Münzprägung. Und für die Münzprägung ist zuständig die Bundesregierung. Die verwaltet immer noch die staatlichen Münzprägeanstalten. Anders ist es bei Banknotendruck und Ausgabe. Ja, Banknoten, dafür ist zuständig die Bundesbank in Abstimmung mit der EZB. Die EZB schauen wir uns noch an. Das ist so eine Art Dachverband der einzelnen zentralen Notenbanken, die in Deutschland Bundesbank heißt. Und diese Banknoten werden dann abgerufen von den Geschäftsbanken und dadurch entsteht Schuld. Ja, es ist ein Schuldgeldsystem. Das sollten wir an dieser Stelle auch mal festhalten. Ein Schuldgeldsystem, ohne jetzt hier besonders politisch werden zu wollen, aber das hat was zu bedeuten, dass Geld immer einhergeht mit Schuld. Dann haben wir die sekundäre Geldschöpfung. Und die sekundäre Geldschöpfung, da unterscheiden wir die passive sekundäre Geldschöpfung und die aktive sekundäre Geldschöpfung. Passive sekundäre Geldschöpfung ist einfach die Einzahlung von Bargeld auf ein Konto. Da entsteht eine passive sekundäre, also Zweitgeldschöpfung. Da wird etwas aus dem Bargeldkreis in den Buchgeldkreis überführt. Und das kann dann weitere Folgen haben. Und die Folgen haben zu tun mit der aktiven sekundären Geldschöpfung. Und die ist so wichtig, dass wir dafür einen besonderen Ast machen. Aktive Buchgeldschöpfung. Ja, das haben wir hier. Da wird Bargeld zu Buchgeld gemacht und dann, das ist das Passive, und dann beginnt die aktive Buchgeldschöpfung. Und aktive Buchgeldschöpfung bedeutet, machen wir es an einem Beispiel. Ja, Person A zahlt ein bei Bank A. So, das ist wieder passive sekundäre Geldschöpfung. Bargeld wird zu Buchgeld. Damit geht es los. Bank A vergibt Kredit an B. Und B ist wieder, A und B sind Personen und dann gibt es auch Bank A und Bank B. Ne? Bank B, und zwar in diesem Fall Person B bezahlt jetzt eine Rechnung, also B zahlt Rechnung, und zwar bei Bank B. Da ist sie. Da ist die Bank B. Der überweist jetzt, das ist wichtig, dass das unterschiedliche Banken sind, die Person B überweist jetzt das geliehene Geld an die Bank B, und zwar an das Konto,
wo er die Rechnung schuldet. Bank B hat jetzt wieder einen Geldzufluss und vergibt einen Kredit an C. Ja, das ist das Prinzip. Wenn also A bei der Bank A 1000 Euro einzahlt und der Mindestreservesatz 10% beträgt, dann ist der Kredit, den Bank A an B vergibt, oder der mögliche Kredit, 900 Euro. 10% Abzug, sogenannte Mindestreserve. Wir werden uns das noch genauer anschauen, wenn wir uns die EZB anschauen. So, dieses Spielchen kann man jetzt hier weiter treiben. Wenn wir nun von 1000 Euro ausgehen, die A bei der Bank A eingezahlt hat, also 1000 Euro. Und wenn wir von 10% Mindestreservesatz ausgehen, dann haben wir hier einen Kredit von 1000 minus 10%, also 900 Euro. Das ist der erste Kredit, der vergeben wird. Ja, entsprechend geht es dann weiter. Von den 900 müssen wieder 10% als Mindestreserve gehalten werden. Also der nächste Kredit ist dann 810 Euro. 810 Euro Kredit. So, das kann man in eine Formel bringen. Also das Ausmaß der aktiven Buchgeldschöpfung berechnet sich nach einer Formel. Und diese Formel sind die 900, von denen wir hier am Anfang ausgehen. Ja, hier diese 900, der erste Kredit, mal 1 durch Mindestreservesatz. 900 mal 1 durch Mindestreservesatz ist der insgesamt mögliche aktiv zu schöpfende Betrag für die Volkswirtschaft. Aber das gilt nur, wenn gewisse Prämissen gelten. Ja, also diese Formel hier einfach so zu nehmen und sagen, das ist das, was an Geld geschöpft wird in der Volkswirtschaft, wäre ein bisschen kurzsichtig, denn man geht hier von zwei Voraussetzungen aus. Nämlich die erste Prämisse ist Überweisung an andere Bank. Ja? Deswegen habe ich das gemacht mit Bank A und Bank B. Das ist wichtig. Ja, der A zahlt ein bei Bank A, aber Bank A vergibt einen Kredit und der B zahlt damit an Bank B. Ja, das ist die erste Voraussetzung, damit das hier so funktionieren kann. Denn es ist ja die Bank B, die dann dieses Geld erhält und davon wieder einen Kredit vergeben kann von 810 Euro. Ja, wäre das innerhalb der gleichen Bank, wäre das nicht möglich. Und keine Barverfügung. Ja, sobald hier jemand hier zum Beispiel der B das Geld bar abhebt und dem er die Rechnung schuldet, das bar bezahlt, dann funktioniert das auch nicht mehr so, wie die Formel es ausdrückt. Diese beiden Prämissen schränken also das Ausmaß ein, das sich durch diese Formel ergibt. So, das ist die Geldschöpfung in diesem Schuldgeldsystem, ja, wo Geld nur entstehen kann dadurch, dass jemand Schulden hat. Okay, das soll genügen für diesen Teilaspekt der Geldschöpfung. Wir müssen uns noch anschauen, den Geldwert.